Was geht und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch ein Skript, welches euch ermöglicht, Fahrräder in der Stadt auszuleihen. Diesen Skript sind vor allem neue Spieler, die noch kein Auto haben oder dessen Auto irgendwie, keine Ahnung, beim Abschlepper ist oder sowas. Die haben dann einfach hier in der Stadt, ne, bei den Motorrädern hier, die Möglichkeit, sich so ein Fahrrad auszuleihen. Und somit sind sie einfach mobiler, müssen jetzt nicht hier Kilometer weit laufen. Ne. So eins könnte man dann zum Beispiel auch am Flughafen machen, wenn man die Einreise bestanden hat. Und genau, ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert. Ganz simpel, auch cooles Design, wie ich finde. Wir gehen einfach mal hier hin, ne, drücken dann Enter, dann sehen wir hier eine kleine Animation. So, zack. Und dann sehen wir schon unser Fahrrad. Unser Fahrrad. Das können wir dann hier einfach rausfahren. Dem Fahrrad können wir auch nicht springen oder so, also es ist wirklich sehr realistisch gemacht. Wir können damit nur ein bisschen durch die Gegend fahren. Und halt am besten zu dem nächstgelegenen Ort, wo wir dann Auto holen können. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Jetzt zeige ich euch nochmal die Animation bzw. wie es geht, wenn man das Ganze wieder zurückgeben möchte. Ja, wenn ich mal hier hochkommen würde. So, wenn wir dann wieder hier sind, können wir einfach zum Beispiel hier an die Station fahren, Enter drücken. Dann hören wir auch einen kleinen Ton. Dann aktualisiert sich das Ganze und dann sehen wir auch, hier ist jetzt wieder ein Bike da. Und das Ganze können wir jetzt auch wieder von neu machen. Ne? Also pro Station sind hier jeweils 5 Fahrräder möglich. Und das Ganze finden wir auch insgesamt 8-mal auf der ganzen Map. Finde ich. Nee. Mehrmals sogar. Hier gibt es teilweise Stationen, die sind mehrmals. Also ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten hier. Das sind locker 15 bis 20 Stück. Wir können natürlich auch selber in der Config noch hinzufügen, wenn wir möchten. Und da würde ich sagen, zeige euch das Ganze jetzt mal in der Installation. Let's go. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr auf meinen Discord. Wenn ihr dann hier auf meinen Discord seid, geht in den Channel Bike Rent hier unten unter Premium Scripts. Erstellt einfach ein Ticket, wenn ihr Interesse habt. So. Dann haben wir das Skript hier nämlich auch schon in unserem Resource-Ordner drin. Dann öffnen wir auch direkt mal die config.lua-Datei. Und hier sehen wir auch schon ein paar Sachen, die wir umstellen können. So, zum Beispiel ein Cooldown, wenn wir gerade ein Fahrrad ausgeliehen haben und es wieder zurückgegeben haben, dass wir erst in 5 Minuten neues Bike uns holen können. Genau, aber hier wird auch jeweils dann immer am Ende erklärt, wozu die ganzen Sachen sind. Also da muss ich eigentlich nicht viel erklären. Hier unten können wir das Ganze noch übersetzen. Und hier sind die ganzen Locations, wie wir die dann nochmal hinzufügen, ist ganz easy. Wir kopieren uns einfach ein so ein Ding raus. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch eine neue hinzufügen wollen, dann müssen wir es so und dann können wir uns das hier rauskopieren. Sonst geht das Ganze nicht. So, hier können wir dann jetzt zum Beispiel einfach unsere Koordinaten ersetzen. So kann man ganz easy neue Stationen hinzufügen. Finde ich sehr, sehr cool. Vor allem, dass es halt wirklich so easy ist. Ne? Einfach Koordinaten ersetzen und fertig. Da würde ich sagen, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Joint meinem Discord. Dort verkaufe ich derzeit sehr, sehr nice Scripts. Und dann würde ich sagen, haut rein.